geht weiter oder es fängt neu an mit Leighton's Dream. Was denn? So. Mein Solospiel, das erste für dieses Jahr. Leighton's Mystery Journey mit Catriel und die Verschwörung der Millionäre. Deluxe Edition. Was war das gerade? Hast du das gesehen? Das Bild war gerade. Okay, gut. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Neues Spiel. Na. Ich wollte gerade sagen. Ich bin sehr gespannt. Das letzte Professor Leighton ist etwas länger her und es ist ja jetzt auch das mit seiner Tochter. Es könnte also etwas anders sein, aber ich denke mir mal, dass es grundlegend so ist wie die Professor Leighton-Spiele. Aber wir kriegen ja sowieso alles erklärt. Ich mache mich mal kurz. Wie? Papa? Wo willst du hin? Papa? Papa? Also gut. Musste ich das noch anpassen? Meine Reise als Detektivin beginnt hier. Nachricht. Jetzt kümmert sich gerade drum, wer es ist. Lucy, ich habe eine Detektei in einer von Londons angesagtesten Straßen eröffnet. Wir lösen jedes Rätsel. So lautet das Motto der Detektei Leighton. Ich bin ganz gespannt darauf, welche Rätsel mich erwarten. Komm mich besuchen, wenn du Zeit hast. Meine liebe Lucy, deine Catriel Leighton. Prolog, Kett und Strolch. Puh, alles erledigt. Hey, du da! Es gibt übrigens auch von der Anime-Serie, die ist sehr witzig. Wer war das?
Kapperst du das? Kannst du wirklich jedes Rätsel lösen? Oh, ein sprechender Hund. Witzig, das fängt genauso an wie in der Serie. Ich spreche ja nur. Stimmt das denn nun? Ich will einen Beweis, dass du wirklich jedes Rätsel lösen kannst. Wo ich dich gerade mit dem Schild sehe. Schnupper doch mal an diesem Rätsel. Oh Gott. Das Einführungsrätsel, wo man merkt, wie schlecht ich einfach bin. Upsa! Warum? Wieso? Danke. Redman Picard. K für Kuchen. Aus dem Schild über dem Kuchenladen ist ein K heruntergefallen. Verwende die drei Dreiecke. Oh nein, ich Geometrie. Verwende die drei Dreiecke, um den Buchstaben K im Kasten zu bilden. Lege mit dem linken Stick den Zeiger über ein Dreieck und halte A gedrückt, um es zu nehmen. Sobald du es genommen hast, kannst du es mit dem linken Stick bewegen oder mit L und R drehen. Lasse A los, um das Dreieck abzulegen. Allein das ist jetzt schon wieder zu schwierig. Wenn du ein K bildest, erscheint sofort die Erfolgsnachricht. Platziere die Dreiecke sorgfältig. Das Ding kenne ich. Das gab es bei Professor Layton auch schon. Das hier ist das große. Das muss dann... für K. Und das hier muss da nur so dran. Also quasi, das ist jetzt natürlich falsch, aber hier und dann das dann für unten. Upsa. Hallo? Weißt du? Gott. Siehst du jetzt nicht das K? Naja, es ist nicht richtig, sonst würde ich bin einfach dumm. Ich kann kein Geometrie. Doch! Du tust mit Form was machen. Das ist keine Geometrie. Doch! Dreh doch mal das große Dreieck. Das hier. Ja. Komplett. So. So? Setz es doch erstmal mittig und dann kannst du die anderen versuchen zu setzen. Hä? Wie soll das denn jetzt? Das ist doch kein K. Das sieht ja jetzt schlimmer aus als vorher. Ich hab keine räumliche Vorstellungsvermögen. Ich kann das nicht. Ich sag einfach jedem in diesem Let's Play viel Spaß. Warum kommt denn so eine Scheiße auch am Anfang? Jetzt, das hier ist doch, das soll jetzt DMS richtig sein. DMS hilft. Nein, Moment, das soll jetzt richtig sein. Das habe ich niemals gesagt. Ja, dann. Das war. Ist nämlich nicht richtig. Das habe ich auch nicht gesagt. Ist das K vielleicht. Habe ich das K vielleicht falsch herumgeschrieben? Nee. Gott. Geht mal hier ran. Du siehst ja da unten ein K. Ja. Ich verstehe jetzt auch das Problem nicht.
Ja. Setz das, nimm das K, das große Dreieck. Ja. Setz es ganz nach rechts an den Rand. Da. Es geht ganz nicht nach weiter. Rechts. Dann, das. Wo ist rechts? Mit dem Holz nur die Lücken erzeugen. Jetzt muss es aber anscheinend hier an den Rand, weil jetzt sonst sagt er ja, dass es richtig ist. Musst du das nicht bestätigen? Nee, steht, das geht automatisch, wird das bestätigt. Du musst nur wahrscheinlich gleiche Abstände hin. Warte. Nee, ich glaube, das ist. Warte. Das K muss dann der weiße Rest sein. Die K. Du siehst ja, dass ich es hier nicht bestätigen Doch, kann. Darf ich kurz? Hier ist kein, hier ist nur Notiz nochmal und Hinweise. Ich kann. Okay. Der sagt mir automatisch. Nicht, dass ich schon beim ersten eingreifen möchte, ist schlimm. Nee, ich muss das jetzt. Ich weiß, dass du das so hattest, aber es Nein, hilft ja nicht. Die beiden mit die kleineren Dreiecke ja. weiter nach links, nicht an den ganzen Rand. Du musst die so setzen, dass es ungefähr den gleichen Abstand ergibt. So, und jetzt auch das unten auf dieselbe Höhe. Jetzt noch mal ein Stück zurück. Was zurück? Da die kleinen Dreiecke wieder ein Warte, Stück das nach ist nicht im Rahmen drin. Jetzt! Nein, das war nur nicht im Rahmen drin. Das sollte Gott! So macht man das. Es ist so. Erstes Rätsel und ich sag euch, ich kann nicht immer dabei sein. Nee, es gibt ja ein Internet. Verhindert, dass die Frau im Internet googelt. Straft sie dafür ab. Sie entzieht Abonnenten oder sonst irgendwas. Ja, das ist die Währung. Ja, 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 ja. Besonders schön. Ja. Kennen wir alle. Alles klar. Du scheinst was drauf zu haben. Danke. Ich hätte gerne Hinweismünze gehabt. Und? Was kann ich für dich tun? Ist doch offensichtlich, sieht man das nicht. Was denn? Ich bin ein sprechender Hund. Ja, ja, das stimmt. Und? Und? Also gut, und ich habe wohl mein Gedächtnis verloren. Ah, ein Hund mit Gedächtnisschwund? Wenn ich wenigstens meine Eltern kennen würde. Ich fühle mich schon wie ich, aber nicht so richtig. Was, wenn ich von der Das Straße ist wirklich komme? Genau die erste Folge von der Serie. Nein, ist es nicht. Du sollst herausfinden, wer ich wirklich bin. Nee, das ist ja so, genau so. Das ist halt schon. Dieses Rätsel, was du lösen musst. Der Hund rein. Hast du nicht noch was? Eine Büchse, die beim Öffnen tötet. Ein Brief aus der Zukunft. Das Relikt einer uralten Zivilisation. Sowas in der Art? Nichts von der Art. Tja... Ich schätze, du bist mein erster Hättest Fall. Du einen Schluck Wasser das hier? Das ist wohl Schicksal. Na schön. Gibt es Hinweise? Ich habe nichts. Also ist es so. Ich kann nicht kein Bonbon, versteht. Kein Ricola, nichts. Nicht. Ich bin völlig auf den Man Zug. Findet nur selten jemanden, der mich versteht. Der Hund, er kann sprechen. Und hier ist noch wer selten ist, der dich versteht. Wer ist das? Mein Assistent. Ich meinte, ich brauche keinen, aber er wollte das nicht hören. Er spurt nicht, wie unangenehm. Was geht denn hier vor sich, Miss Layton? Ich soll für diesen sprechenden Hund rausfinden, wer er ist und wo er herkommt. Also haben wir unseren ersten Klienten. Unglaublich. So ein faszinierender Fall schon am allerersten Tag. Dein Ruf eilt dir wirklich voraus. Du müsstest mir noch sagen, wie du heißt. Ernest, Miss. Ernest Rowrick, Miss. Nicht du. Der Hund. So ist er nun einmal. Ich verstehe. Hab,
Habe ich etwa was Falsches gesagt? Egal. Dabei kenne ich nicht mal meinen eigenen Namen. So, so. Und erinnerst du dich überhaupt an was? Ich habe eine vage Erinnerung an einen Turm oder etwas, das herunterfällt, und an einen Blitz am Himmel. Das war's? Nun ja, richtig viel ist das nicht. Hat dich wer gefragt? Ach, viel ist es nicht, aber wir haben keine anderen Fälle. Also warum nicht? Ich gebe mein Bestes. Im Ernst? Na, das ist toll. Aber ich bestehe auch bei Freunden auf einem Honorar. Was? Arm bin ich nicht. Also, hier sind die Formulare. Wir brauchen noch einen Namen. Wie wär's mit, Shirl? Passt das? Shirl? Du kannst dich doch an deinen Namen nicht erinnern. Daher habe ich mir einen überlegt. Inspiriert vom berühmten Sherlock Holmes. Damit hast du jetzt sogar einen Nachnamen. Oh, das ist famos. Nach jemand so berühmten benannt zu werden. Und noch einmal, hat dich wer gefragt? Ich mach den Hund. Combs, Shaw O.C. Combs. Niemals! Nein, das klingt nach einem Mädchennamen. Ach, Shaw, kein Grund, knurrig zu werden. Cat, sind Sie da? Ah, Inspektor Hastings. Oha. Und jetzt ist es mit unserem schönen Video vorbei. Das kriegen wir nämlich nur noch so. Oh nein, ich werde es nicht vorlesen, weil dann werde ich... Nein, dann werde ich morgen noch nicht fertig, wenn ich das vorlese. Vor allen Dingen muss ich dann zwischen 4 Stimmen hin und her wechseln. Töle, wenn ich das schon höre. Das ist immer so schade. Ich hätte gehofft, die hätten das etwas mehr synchronisiert. Wissen, dass sie die Beste sind, ja. Habe ich gerade eben bewiesen. Mit meinem K. Nur nach 15 Uhr. Die Sache wird sich ganz London aus. So möchte ich auch mal arbeiten. Ich suche mir einfach auf und nach ich los, was vielleicht für mich interessanter ist. Wovon du redest, weil ich das nicht lese und du es nicht folgst. Das macht nichts. Sehr schlechter. Nee. Würde jetzt hier Stunden dauern. Wir müssen auch mal vorankommen. Wir müssen auch mal vorankommen. Bist du denn bei dir weitergekommen? Das sind Laptops. Ja, ich gucke, es hat mein Ja, da fehlt ein Zeiger der Uhr.
Also, ich habe gerade mehrere Déjà-vus. Du hast es schon mal angefangen. Ja. Das weiß ich. Aber das ist auch, glaube ich, wirklich der erste Fall aus der Serie. Aber ja, ich habe das tatsächlich dann damals doch angefangen. Aber jetzt, es war doch nichts gespeichert. Nee, als ich Speicherplatz aussuchen konnte, war der erste, es war alles frei. Oder ich habe das unter deinem Namen gemacht. Ich habe ja jetzt auf Adela gedrückt. Eventuell, wenn. Aber das weiß ich ja jetzt nicht. Ja. Guck, da hätte ich jetzt schon das Problem. Das Problem liegt darin, dass morgen Botschafter, dessen Name ich nicht nennen kann, auf Staatsbesuch kommt. Depardieu. Da wüsste ich gar nicht, warum du hast ja mehrere Jahre Französisch. Ich hatte ja nur zwei. Ja, in den zwei habt ihr aber 4 Jahre durchgeboxt. Verarsch mich nicht. Du hattest also praktisch 4. Das ist eine verfickte Schande. Ja. Selbstverständlich. Was ist denn noch? Was ist denn jetzt? Ein sehr interessantes Schweigen hier in dem Stream. Du hältst dich mal. Es tut mir ja leid, dass der Dix einfach so ewig lang ist. Ach, jetzt erklären die das mit dem Zeiger. Verwende den linken Stick, um die Lupe durch die Gegend zu schieben und jeden Zentimeter eines Gebiets zu untersuchen. Manchmal wird die Lupe orange, sobald du auf einen bestimmten Punkt kommst. Hast du so einen interessanten Punkt gefunden, drückst du A, was dort gibt. Kannst du die Richtungsknöpfe verwenden, um die Lupe zu... Ja gut, die kann ich jetzt nicht. Also den linken Stick, um die Lupe zu bewegen oder die Richtungsknöpfe, um schnell interessantere Orte auszuwählen. Aber die habe ich ja jetzt gar nicht. So, die Straßenlaternen da. Tada, Hinweismünze gefunden. Kann man Hinweise beim Lösen von Rätseln kaufen. Jetzt sind sie natürlich weg, wenn man sie ausgegeben hat. Sie können überall versteckt sein, drehe da wirklich jeden Stein um. Oh Gott, wählen Sie manchmal schon oder drücke X. Cats, Notizen, ein bisschen Notizen, Ermittlungen. Um die Fallgeschichte zu aktivieren, kann ich speichern. Rätselindex, habe ich alle Rätsel dann täglich. Gibt es neue Rätsel? Die habe ich noch nie gemacht. Garderobe, oh Gott, ich kann an verschiedene Outfits anziehen. Das ist ganz wichtig. Der Trick bei einer Handtasche besteht darin, immer zu wissen, wo alles ist und wann man was verwendet. Ah ja. Ermittlungsvorgang ist abgedeckt. Jetzt wird es Zeit, die Theorie in die Praxis zu untersuchen.
Manche verdienen, dass die Farbe Lupe nicht orange ist, sondern blau. Damit wird angezeigt, dass eine Stelle heranzoomen und näher betrachtet werden kann. Und dazu drücken wir A. So, ups da. Na? Das Gesamtbild vergegenwärtigen. Wähle also zurück aus oder drücke B. Achso. B. Wo sollen wir anfangen? Fangen wir damit an, dass wir den Inspektor Hastings Mannschaft fragen, was sie bisher in Erfahrung gebracht haben. So. Ja, das könnte dummerweise jetzt auch auftauchen. So. Straßenlaterne absuchen. Ups. Gott, ist das jetzt schwer, wenn man nicht dieses Ding hat. Da ist ja sogar mein Palast verbunden. Ja, das ist immer noch das grüne Ding. Ich finde das doof. Dass das dann nicht weggeht. Sehr schön. Sondern immer noch orange bleibt, obwohl er ja bekanntlich nichts ist. Halt. Sehr gut. Der ist nicht orange. Ja, dass der orange ist, ist mir klar. So. Inspektor Hastings, könnten Sie bitte zusammenfassen, was Sie bisher herausgefunden haben? Ich sag gar nichts mehr so viel. Letzte Nacht war hier ein Bobby auf Streife. Wir bestätigen konnten, dass um 23:15 noch alles in Ordnung war. Erst gegen 6 Uhr heute Morgen meldete dann die schockierenden Anwohner, die zufällig auf die Uhr geschaut haben, vertick ich nach und die stellten war als wahr aus. Der Stundenzeiger war tatsächlich verschwunden. Um 23:15 war die Uhr noch in Ordnung, aber um 6 Uhr heute Morgen fehlt der Zeiger. Tat muss also innerhalb eines Zeitfensters von etwa 6 Stunden begangen worden sein. So stellt sich das für uns derzeit dar. Und es gab dann niemand anderen, der in diesen 6 Stunden zum Uhrturm hochgeschaut hat. Dem gehen wir gerade noch nach. Einige Beamte befragen die Anwohner, ob sie etwas gesehen haben. Es muss doch wen geben, der all diese Zeit auf die Uhr geschaut hat. Wenn wir eine Tür nach der anderen abklappern würden, würden wir noch bestimmt ein paar Augenzeugen finden. Doch dafür haben wir einfach nicht genügend Zeit. Sie meinen also, wir müssen uns mit dem begnügen, was wir bereits wissen? Ganz genau. Und dieser Zeiger ist gewaltig groß. Es dürfte eine ganze Weile gedauert haben, sich mit ihm aus dem Staub zu machen. Setze den Hinweis direkt ein. Dein. Moment! Nicht, wenn ich hier... Jetzt! Hi! Frohes Neues, René! Die Gießkanne ist da. Das ist übrigens anders als in den Professor Layton-Spielen. Warum bin ich hier eingekerkert? Da gab's das hier nicht. Dass man erstes Rätsel lösen konnte, wenn man dieses da fertig hatte. Aber gut. Hi. Ja, Jens braucht einen neuen... Nein, möchte einen neuen, ich will immer das neuen Bildschirm haben hier für unser Depot. Seid ihr entspannt reingekommen? Ja, ja. Doch. Honey, dafür brauchst du dich nicht entmuten.
Witzigerweise habe ich ihn gerade dabei ertappt, wie er nicht nach Display, sondern nach Gaming Laptop. Nach deinen. Ich habe doch jetzt einen auf der Liste. Ich habe aber auch nach deinem Laptop. Achso, ne. Du auf der Liste hast und was es am Ende wird. Ich habe einen auf der Liste, da gucke ich einfach, ob der Beleger wird. Nein, wir haben einfach gestreamt. Ein bisschen ins neue Jahr rein. Das neue Super Mario. Eigentlich wollten wir das heute weiterspielen. Genau das hier haben wir gespielt. Moment, ich kann das jetzt zeigen. Das hier. Aber wie gesagt, weil Jens noch Zeit brauchte, damit er das mal abschließen kann für sich. Und das ganz viel Recherche beinhaltet. Nein, Jens ist einfach nur bescheuert, dass er die Recherche da reinsteckt. Er könnte auch einfach blind irgendeinen kaufen. Aber. Eigentlich hatte er mir gestern 3 gezeigt. Daraufhin hatte ich meine Meinung gesagt, die hat ihm nicht gefallen. Und nein, ich hatte mich doch erst für einen... Nein. Ich habe erst mich einen von den 3 entschieden und habe ich gesagt, der 3. würde ich nehmen. Und daraufhin haben wir dann noch weitergeguckt. Und dann sind wir in den Kaninchenbau gefallen. In dem kommt Jens nicht mal raus. Ich habe mich da rausgekramt, indem ich mich teleportiert habe. Und gesagt habe, so, bitte, mach. Also, dann habe ich, wollte ich eigentlich mein Civ-Spiel heute weiterspielen und habe dann nach 45 Minuten, habe ich dann die Runde verloren, weil jemand anders den Kultursieg erlangt hat. Ja, und? Ist doch nicht so schlimm. Genau, und deswegen, weil ich das jetzt gesagt hatte, dass das jetzt erstmal für Anfang des Jahres mal ein Solo-Stream wird. Ich weiß ja nicht, wie lange ich brauche. So nach meinem Intelligenzstand brauche ich das ganze Jahr, um dieses Spiel durchzuspielen, nach dem ersten Rätsel. Ah ja, deswegen habe ich gesagt, spiele ich dann das weiter? Oder fange das jetzt an und spiele es dann halt durch? Die anderen Professor Layton hatte ich tatsächlich auch durchgekriegt, aber ich habe danach, teilweise auch was gegoogelt. Ja, das ist klar. So. Finde ich auch. Civ macht jede Menge Spaß. Ja. Vor allem, wenn man sich jede Menge... Habe ich auch, als Rika in der Reha war, habe ich das abends, wenn ich auf die Kaninchen aufgepasst habe, viel gemacht. Vor allem, du kannst dann wirklich, wenn du jetzt mal... Sagen wir mal, du hast abends Langeweile und willst mal so ein bisschen Strecke machen. Da gehen ja 6 Stunden weg wie nix. Ja, wir haben ja öfters mal uns abends hingesetzt und dann also... Vielleicht hast du ja irgendwann mal Lust, wenn wir mal wieder Bock drauf haben, mitzumachen. Ja. Ich hätte auch eigentlich irgendwann Bock, wieder Hand mit euch mal mitzumachen, aber ich weiß nichts. Ich weiß nur noch ein bisschen. Grob. Und es ist einfach so schlimm. Hab's mir mit dem Kumpel einen Tag geblockt und ich liebe den Trash-Talk dabei. Ja gut, man kann natürlich... Vor allen Dingen das Schlimme ist, wenn ich das mit Jens oder mit jemand anders spiele, dann sage ich immer nicht Krieg anfangen. Nein, was möchtest du haben, damit du hier nicht in meine Grenzen gehst? Die lustigste Sache war, als wir das mit Erik gespielt haben. Nein, das war nicht witzig, da hat er mich getriggert. Das war ein Trauma. Ist Rika ausgerastet. Oh Gott, ja, der hat mich getriggert. Spiels, so, dass man ja 20 Minuten Pause machen musste und ich sie erstmal beruhigen musste, weil er mich getriggert sie angegriffen hat und immer gesagt hat, dass sie ihm aggressiv gegenüber ist und er sich nur verteidigt. Und das über 2 Stunden. Der Verbindung zum Chat ist nicht gegeben. Jetzt ist er wieder da. Ja, es war mir sehr... Ich habe mich 5000 Mal dafür entschuldigt, aber er hat mich so hart getriggert. Willst du ein neues Video starten? Du hast jetzt schon 35 Minuten. Dann kannst du noch Neues machen und dann nach Feierabend. Beschlimm, ich bin immer für meine Stundenvideos. Ja, ich mach das jetzt, Chef. Du kannst es gerne verwalten, dann kann ich... Das Volk der Rikarianer ist empört. Mein Volk war empört, zumal es ganz weit weg war von ihm. Ich habe nichts gemacht. So, also. Da der Chef... Oh. Alles war aber jetzt nicht meine Schuld.
Hey, ich bin zufällig auch im Stream. Beende das Video jetzt erstmal. 3-Sekunden-Regel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.